Hallo, ich bin Stefan von lebenundforschen.de und zeige dir jetzt im Tutorial 99 das Kamera-Clipping, das heißt, wie weit die Kamera sieht. Du hast hier eine Szene mit einigen Zylindern und so einem Quader. Gehe ich jetzt aber in die Kameraansicht, fehlt mir hier hinten ein Stück. Das sieht ganz seltsam aus. Wenn dir das passiert, bist du wahrscheinlich das erste Mal ganz schön irritiert. Da fehlen Zylinder, die Line ist plötzlich gerade. Das ist ganz seltsam. Das liegt eben daran, dass die Kamera nach hinten abschneidet, um Renderzeit zu sparen. Du wählst, um das zu ändern, die Kamera an. Das geht nur in der Kameraansicht, erscheint dieses Kamerasymbol hier. Wenn ich den Quader angewählt habe, ist die Kamera nicht da. Also auf jeden Fall zuerst die Kamera. Tab, Panel Lens, Clip Start kannst du übergehen. Und am Ende gebe ich mal 66 ein. Dann siehst du schon viel mehr. Hier hinten ist noch so ein halber Zylinder. Gebe ich 100 ein, das ist auch der voreingestellte Wert, ist bei uns schon alles da. Also wenn du jemals das Problem hast, du fügst immer mehr hinzu, nach hinten wird es immer länger und irgendwann fehlt was, dran denken, Kamera-Clipping. Und das war's. In hoffentlich 99 Sekunden wäre dieses Problem